Hallo meine Freunde, hier sind wir wieder beim Let's Play SimCity mit mir, Ocomic. Und hier haben wir noch ganz schön viel Grün. Und Grünflächen sind ja gut, um Luftverschmutzung zu vermeiden. Aber beim Industriegebiet habe ich gelesen, man soll da gar keine Parks hinbauen. Denn Sims gehen in ihrer Freizeit in die Parks. Und wenn die in die Parks gehen und da ist so viel Luftverschmutzung und Industrie und so weiter, dann passiert es ganz schnell, dass die alle krank werden. Und wir wollen ja keine kranken Sims, weil dann ist unser Krankenhaus relativ schnell überlastet. Und das wäre natürlich eher weniger günstig für uns, beziehungsweise für die Sims und ihre Gesundheit. Ja, und warum habe ich hier eigentlich die Straße so weit runtergebaut? Das ist ganz einfach, weil da dann unser Bürgermeisterhaus kommen wird. Da bauen wir schon mal so ein bisschen vor. Ich meine, das werden wahrscheinlich dann alles Straßen werden, die wir upgraden müssen. Ja, und da können wir ja hier in die schöne Straßenecke ein bisschen weitergehen. Können wir jetzt unser Bürgermeisterhaus hinsetzen. Da-da-da-da-da. Bürgermeister! Ah ja, da können wir nicht ran, also müssen wir es hier hinbauen. Ja, und jetzt hat unser Bürgermeister hier auch das Rathaus gebaut. Wir haben einen, wir haben einen Stadtnamen, nein, Vergabe eines Stadtnamens. Ja, so rum wird ein Schuh draus. Der Schuh des Manitou. Wir haben ja schon einen Namen vergeben, und zwar Buddyville. Für meine Buddies, für euch, meine Freunde. So zwischen Bürgergebiet und Gewerbegebiet, denke ich mal, liegt das schon relativ günstig. So viele Straßen hier. Oh. Stimmt, hier müssen noch Trennungen rein. Man hat auch kein Raster mehr, wie bei den früheren SimCities, wo man ja immer anhand des Rasters bauen konnte. Sich das so schön vorfertigen konnte und alles. Ah, jetzt weiß ich nicht, nach wie viel Platz wir hier nach hinten haben, aber wenn dann der Platz hier nicht reichen sollte, muss ich halt ein Stück wegreißen und eine andere Straße reinbauen. Weil man kann ja an das Rathaus anbauen. Und das will ich mir, das möchte ich mir nicht zubauen, diese Anbaupunkte. Das wäre ja gelacht, wenn das einer macht. Und was sich reimt, ist gut, sagte Pumuckl damals schon. Ah, die Straße, die machen wir jetzt nur bis hier. So, so. Ein bisschen Industrie kann ja nicht schaden. Hier haben wir noch ein Windkraftwerk, da müssen wir aufpassen, weil hier kann man ja mal anbauen. Ist natürlich schade, dass die Autobahn hier so ungünstig durchverläuft. Aber was soll's, das kriegen wir schon hin. Guck mal, wie es in unserem Trailerpark aussieht. Wer bist du denn? Borchers Wohnsitz. Wolfgang Borchert lebt hier. Na, sowas. Beckers. Bakes Wohnsitz. Okay, gibt's auch einen Deutschen? Timmy! Timmy! Timmys Wohnsitz. Ich hab Timmys Wohnsitz. Trias. Die Trias, natürlich. Die aus Deutschland. Die Auswanderer, ne? Wer kennt sie nicht? Conny Dreher. Gebiete. Offene Jobs für die mittlere Einkommensschicht. Nee, die haben wir nicht. Ach. Nie. Ah, mittlere Einkommensschicht. Wer braucht denn sowas? Ach ja, Steuern wollten wir ja erheben. Und zwar, wie hatte es auf 11, damit man ein kleines Vermögen schon mal in der Zwischenzeit machen können. Ja, und langsam fügt es sich hier alles zusammen und unsere Stadt gründet sich. Mehr Leute ziehen ein. Wird relativ groß werden, hoffe ich mal, dann. Es gibt die Möglichkeit, dann später noch Wolkenkratzer und sowas zu bauen, glaube ich. Also die bauen sich ja von alleine. Nicht so viel Industrie, man weiß ja nicht, ob das dann sich lohnt. Windkraftwerk ist ja immer noch da. Oh, was haben wir hier? Hallo, kleiner Sim. Es heißt so ein verrückter Karl. Ihr meint Kerl, glaube ich mal.
aber der, vielleicht heißt der Dr. Wu auch mit Vorname Karl. Karl Wu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu besiegen. Welche denn? Maxis Man. Wir müssen ihn zurückholen. Dafür brauchen wir allerdings eine größere Stadt, um ihm den richtigen Rahmen für sein Haus bieten zu können. Vielleicht kommt er dann. Okay, mach ich. Maxis Man hatte ich ja schon mal, glaube ich, versucht anzulocken in dem Let's Play Together, wo wir hoffentlich auch mal wieder ansetzen können demnächst. Muss ich mal warten, bis der Psycho LP aus dem Vacation-Urlaub wieder da ist. Er macht nämlich gerade Sims in Vacation, also er macht gerade Urlaub, der Psycho. Habe ich mich hier ein bisschen verplant wahrscheinlich. Naja, was soll's. Dann ziehen wir hier noch ein Stück durch. Das wird dann alles weggerissen, wenn wir das zusammenlegen. Der verrückte Karl. Ja, die lasse ich einfach so groß. Das wäre jetzt Quatsch, wenn wir so kleine Streifen machen würden. Dann machen wir hier das ringsrum und fertig. Und da haben wir noch ein bisschen Gewerbegebiet für die Sims, dass sie noch ein bisschen shoppen gehen können. Müssen wir nur aufpassen, dass wir dann auch immer die richtigen Straßen erwischen zum Wegreißen. 2754 pro Stunde, das läuft. Mittlere Einkommensschichten haben wir noch nicht so viel, aber die wollen natürlich auch ihre Häuser haben. Das heißt aber auch, dass wir dann irgendwo einen Park machen müssen. Das Schöne ist, man kann ja alles wieder wegreißen, aber ich möchte eigentlich gar nicht so viel dann wieder wegreißen müssen später. Ja, guck, da freuen sie sich, die Buddies, die Kleinen. Ach, ist das nicht süß? Ist wie im richtigen Leben. Mach hier lieber so kleine, aber feine Grünflächen für die Buddies. Die haben nämlich eine große Reichweite und eine gute Wirkung. Und wenn man dann später hier die Straßen so ein bisschen wegreißt, dann ist es ja so, dass die automatisch mittlere Einkommensschichten quasi gründen und die Häuser wachsen. Und dazu braucht man natürlich auch Schulen und alles Mögliche. So. Alle ein bisschen froher und fröhlicher und glücklich werden. Ach ja, und den Müll müssen wir ja auch noch uns irgendwie kümmern, ne? Kann man es direkt an die Autobahn bauen? Nee, kann man nicht, ne? Hier irgendwie so. So könnte man. Da kann man später noch ein bisschen anbauen oder so. Dann kann man dann nach links und rechts anbauen. Genau ans Windkraftwerk? Na, eigentlich nicht. Und ich habe sowieso zu wenig Sim-Euro, sage ich mal. Sim-Euro, Sim-Dollar. Sag mal Sim-Dollar. Sim-Dollar hört sich gut an. Müllentsorgung. Wie viel kostet das Ding? 9000. Ach, 9000 haben wir doch locker bald drin. Das ist ja nicht so, als hätten wir da gar kein Geld zur Verfügung. Gucken, kann ich hier lang? Hier kann ich die Straße lang bauen, aber hier geht's. Ach doch, hier geht's auch weiter. Trotz Windkraftwerk. Naja, zur Not, wenn wir das fürs Windkraftwerk hier noch die Straße brauchen, kann man sie wieder wegreißen. Oh, bauen wir ein bisschen am Kraftwerk dran lang. Ich meine, das kann man ja dann alles wieder zerkleinern, zerhäckseln, wegstöpseln und so. Und wo würde sich schöner wohnen als um das Bürgermeisterhaus drumrum? Nirgends. Genau, und weil ich das weiß, bauen wir da Straßen lang. So, und die Straße verbinden wir mit der Straße und die Straße verbinden wir mit der Straße. Intellect Bone Bounce. Da gab es doch so ein Lied mit diesem, welcher Knochen mit was verbunden ist und so.
weiß nicht, ob das einer kennt. Aber ist ganz lustig. Ah, und wir haben immer mehr Einwohner. Es floriert, es floriert. Wunderbar. So soll das ja auch sein. Und im Haus macht gerade irgendeiner die Tür kaputt. Hör ich hier im Hintergrund. Macht ihr denn mit der Tür? Lass die doch ganz. Leute, gibt's, Und hier noch ein Park? Nee. Mal lieber hier noch ein Park. So, hier unten irgendwie. Ja. So sieht's gut aus. So, da machen wir noch einen Park hin. Nicht zu verwechseln mit deinem Pub. Und irgendwo müssen wir noch ein paar Straßen upgraden, glaube ich. Das ist ja auch Quatsch. Man muss ja nicht alle Straßen upgraden. Man muss ja wirklich nur so die, die man dann nicht wegreißt, upgraden. Hier habe ich natürlich Schwachsinn gemacht. Aber das kennt man ja, ne? Man redet dann so und sagt, ah, Straßen kann man upgraden. Ich will dem nicht folgen, ich will die Straße upgraden, aber ich habe natürlich das Upgrade-Tool nicht ausgewählt. Dann wird es dann mit dem Upgraden auch nichts. So, hier außen. Man kann dann in der Mitte natürlich auch das entsprechend bestehen lassen. Beziehungsweise man kann dann auch anfangen, irgendwann sich zu denken, hier durch die Mitte lege ich dann nachher irgendwie auch noch Stück Autobahn oder eine größere Straße. Da haben wir ja hier auf jeden Fall genug Platz noch, um so größere Straßen zu verlegen. Da müssen wir halt hier alles am Rand nochmal wegreißen. Naja, nützt ja alles nichts. Passiert. Fangen wir mal mit den Straßen der niedrigeren Dichte an. Oh. Hier geht es wohl den Hang etwas runter, wie es aussieht. Okay. Wir brauchen etwas mehr Industrie, sagt er hier. Gut, dann werden wir da natürlich auch etwas mehr Industrie hinbasteln. Die Straßen lasse ich hier einfach so. So, und die anderen Straßen, die grade ich noch ein wenig ab. Denn über so einen Holperweg will ja keiner zur Arbeit fahren. Also ich würde es nicht wollen. Deswegen werden die Sims das wahrscheinlich auch nicht machen. Und ich habe auch gelesen in der Beschreibung zu Sims, die Sims gehen sehr gerne shoppen. Und deswegen brauchen sie natürlich viele Geschäfte, wo sie einfach ihr Geld, ihr schwer erarbeitetes Geld ausgeben können. Und dem wollen wir natürlich nicht im Wege stehen. Uiuiui. Alles so schön bunt hier und grün und gelb und blau. Ja, so langsam wird's. 2000 Einwohner. Anzahl hoffe ich mal steigend. Und unser Bürgermeister wohnt natürlich im besten Viertel des Trailerparks. Deswegen werden wir dann rund ums Bürgermeisterhaus auch erstmal anfangen, da die Straßen ein bisschen zu verbessern und so. Hier hätten wir lang bauen müssen. Huch, jetzt wird's... Und es wird schon Nacht. Wer hätte das gedacht? Irgendwie ist die Straße zu kurz. Wahrscheinlich. Ah ja, jetzt passt's. Und wie gesagt, also das meiste steckt man ja immer in den Ausbau von irgendwelchen Straßen. Ich überlege gerade, ob ich hier das überhaupt mache. Ich könnte gleich ums Bürgermeisterhaus eigentlich die Straßen so ein bisschen upgraden. Die werden dann sowieso besser versorgt, besser gebaut werden, weil ums Bürgermeisterhaus steigt ja auch die Zufriedenheit der Sims, der Buddies auf. Bams. Ob das nun schick wird oder nicht, ist ja egal im Endeffekt. Ein bisschen hier Platz ermöglichen, damit unser Bürgermeister auch eine
schicke Bürgermeisterhütte hier hat. Für die Buddies, die drumherum wohnen, dass die sich richtig wohlfühlen mit ihrem Bürgermeister O'Comic da zwischendrin. Der sich natürlich um das Wohlergehen der Buddies kümmert. So wie sonst auch immer, ihr wisst das. Ich nehme gerne immer eure Vorschläge entgegen. Okay, wie sieht's denn aus am Bürgermeistergemeindehaus? Noch ziemlich grün drumrum, aber schon ganz schick. Kommen so ein paar Sims, so ein paar Schüler raus, wie es aussieht. Und was wir denn mit unserem Bürgermeisterstatus machen und ob es euch weiterhin gefällt, in Buddyville zu wohnen, das werdet ihr beim nächsten Let's Play sehen. Bis dahin, tschüss! So, da ist dieses komische Containerzeug. Ah, fuck! Habt ihr das gesehen? Er hat sich direkt vor uns teleportiert. Ah, geh weg! Geh einfach! Man kann auch nicht unendlich sprinten. Leider.